Und wie ist das zum Beispiel mit der Kleidung jetzt? Sie haben ganz bewusst nicht ganz identische Schuhe, wenn ich mir das so anschaue. Nein, das war zufällig. Der eine ist gelb. Also wie funktioniert das? Ist das nur heute? Nein, das ist mir einmal zufällig wirklich passiert, aber da waren sie nicht so ungleich wie jetzt. Und das ist jemand aufgefallen und dann habe ich gedacht, ah, schau, das fällt dir leider auf, ist auch interessant. Und dann habe ich mal drüber nachgedacht, wie das ist, warum wir gewisse Dinge so tun und essen und konsumieren, wie wir es tun. Ich meine, da kann ich über Schokolade natürlich auch ein paar Dinge erzählen. Ein paar gescheiterte Schokoladesorten und so. Und irgendwie haben wir dann auch gedacht, na klar, also alle haben irgendwie gleiche Schuhe, da sieht man schon, wie wir gepolt sind. Wir gehen alle in eine Richtung. Warum hat man nicht einmal vielleicht ungleiche Schuhe an? Das müsste ja auch gehen. In der Diskussion in Harvard mit den Studenten kam eine Aussage von Ihnen, und ich hoffe, ich treffe den Originalton jetzt. Also fragt es nicht den Markt, die Marktforschung, sondern gib, was du kannst, was dir geschaffen ist. Also nicht einmal, was man gelernt hat, wie man sieht, sondern das, was man wirklich gut kann. Und weiters, die Umfragen und die Marktforschung sind die eigentliche Ursache für die Krise. Ich würde das ganz gern hier heute... Das ist natürlich heute, super wir können, jetzt. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Es gibt dann auch Gelegenheit, das persönlich in der Podiumsdiskussion in einer halben Stunde etwa zu diskutieren. Ja, genau. Wir sehen uns wieder. Aber Sie haben einmal die Chance, dieses Postulat zu verstärken oder auch zu entkräften. Ja, na grundsätzlich ist es ja so, Marktforschung ist schon okay. Ich habe irgendwann einmal so gehört, man muss immer den Markt fragen, was er will. Und wenn ich jetzt sage, ich bin Schokoladier und Sie sind der Markt und ich frage, welche Schokoladensorten Sie gern hätten, dann kann ich natürlich schon im Vorhinein sagen, was Sie gern hätten. Wahrscheinlich Milchschokolade mit Mandeln und vielleicht, was weiß ich, Rosinen drin und so. So war ja auch der Schokolademarkt vor 20 Jahren. Also du kannst nicht den Markt fragen, was er will, sondern du musst das machen, was du für richtig hältst und dann gibt es vielleicht einen Markt. Natürlich.